Damit auch wieder willkommen zurück. Gibt noch so ein, zwei Schlachten, die wir schlagen müssen. Einmal in Dol Guldur. Und einmal, ich glaube, in Angmar. Aber jetzt lasst mich erstmal schauen, ob hier die Aufnahme wieder passt. Ja. Gut. Gut, gut, gut. So, ein Boromir. Ein Drachenfürst. Uff, okay. Aber das kriege ich schon hin. Irgendwie. Einfach zu bunkern und fertig. Sollte passen. Und dann halt voll ausrüsten und tschüss. Das funktioniert halt schon ziemlich gut. Zumindest hier in dem Ringkrieg. In dem Patch 202 Ringkrieg wird das anders laufen. Vielleicht werde ich die gleiche... Oh, es geht schon los. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Die gleiche... Reihenfolge benutzen wie bei diesem Ringkrieg hier. Sprich zuerst die Menschen, dann was immer danach kam, blub blub blub, so in der Richtung. Das Tor habe ich nie verstanden. Was ist das hier für ein komisches Dreieck mit dem Tor? Warum ist es wichtig? Was macht das? Was tut das für mich? Check ich nicht. Da. Oben. Aha. Ja, Glückwunsch. So, ich mach's Torschild wieder zu. Und dann schauen wir mal. Der Drachenfürst ist natürlich böse. Deswegen wäre ich gezwungenermaßen... Gibt's auch einen grünen Baum? Nein? Zwei solche Bogenschützen bauen müssen. Jetzt sind sie doch da und machen das Tor hier kaputt. So, das könnt ihr gleich kaputt machen. Gibt Geld. So, erstmal mit ein paar Bogenschützen aufwarten. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. So. Eindringlinge! Lorien schickt seine Bögen. Nur ein paar. So. Lass mal die Spinnen zumindest mal rein. Falls sie denn wollen. Ja, genau. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Sind ja ohnehin nicht so stark. So, hier mache ich jetzt sicherheitshalber mal zu. Die Tore zu benutzen ist schon sehr wichtig. Beschützt den Baumeister! Genau deswegen. Ein vortrefflicher Bauplatz. Bogenschützen Loriens. So. Damit sollte ich sicher gegen den Drachen sein. Zumindest ein bisschen sicher. Bogenschützen aus Düsterwald. Wir müssen wachsam bleiben. Vorrücken. Ich hätte nicht gedacht, dass der da oben spawnt. Aber gut. Ah ja, die sterben an diesen Türmchen. Ja, RIP, würde ich mal sagen. So, was ist hier jetzt wirklich hier oben? Oh ja, oh, und wie der da oben ist. Huhu! Spinnen, nehmt euch in Acht. Ich habe Angst vor Spinnen. Blödköpfe. So. Vielleicht gegen Drachen nicht ganz so aufstellen, hä? Wie wär's denn damit? Nicht ganz dämlich sein. Das wäre doch nicht nice. So, Geld, 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 Geld. Katsching! Ah ja. Oh ja, ich sehe schon. Ich sehe die Gefahr. Die Schlacht hat begonnen. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Schnell, Elben des Waldes. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Ich mache jetzt hier auch mal auf. Denn... Die kann man immer schon stückchenweise reinlassen. Das ist ja nicht so wild. So, die sterben dann total nutzlos. Ja, passt doch. So, Tor wieder reparieren. Katapulte treffen halt mal gar nichts, aber das können wir ja schon. Hey, 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 hey. Hier schön kaputt machen. Ah, nee, solange ich noch nicht genug Türme habe, lasse ich das erstmal. Solange ich nicht genug Türme habe, lasse ich die Bogenschützen erstmal
in meinem Lager stehen. Das ist nämlich wichtig. Da hat's einen Drachen. Oh, der Schaden ist aber da. Der Schaden ist da. Gut, die werden alle sterben da draußen. Nachdem ich jetzt weiß, wo der Drache ist, können die auch raus. Ich muss so gucken, dass ich hier die Upgrades... Ja, geht noch nicht. Hab noch nicht das Geld dazu. Es geht noch nicht. Noch nicht. Kann ich noch irgendwo bauen, wo es sich lohnt? Nein, dazu wirklich nicht. Achso, ja, das kommt schon. Vielleicht kriege ich aber den Boromir tot, das wäre auch nice. Oder auch nicht. Theoretisch ist das wirklich einfach nur ein Bogenschützen-Spam, den ich jetzt spiele, der halt gar nichts bringt. Nur 300 kosten die Dornenpfeile, das ist nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Schauen wir mal. So, kann ich irgendwo noch bauen, wo es nützlich ist? 3%, komm schon. 9. Na, hier oben. Knapp 40. Ist nicht gut, aber... besser als nichts. 25 ist auch okay. Weiß nicht. Muss man mal schauen. Na gut, die Bogenschützen leveln hier schon, ne? So ist es nicht. Der kriegt schon Probleme hier mit mir. Mach mal hier wieder zu. Trotzdem hätte ich natürlich gern einen Haufen von Silberdorn. Ups, das war zu früh. Düsterwaldbogenschützen mit Silberdornpfeilen, das wäre natürlich optimal. Optimalisiert wäre das. Heute lernt er falsches Deutsch. Auf meinem Kanal. So, Türmchen. Ich glaube, ich baue so 4 bis 6 Türmchen, je nachdem. So, da ein, da ein, da ein, da ein, da ein, da ein. Vielleicht auch 8, keine Ahnung. Oh, das war riskant. Da muss man immer rechtzeitig wieder zumachen, darf man nicht vergessen. 1000 kostet mich der Spaß. Halleluja, das ist teuer. Das ist ein teurer Spaß. Jetzt warte mal, ihr geht's dahin und du gehst dahin und dann dahin. Hier geht noch ein Bäumchen hin, auch wenn es nichts macht. Ah ja, Waldläufer ließ. Okay. Boah, die halten gut durch, aber auch nicht super gut, ne? Wie meine Bogenschützen. Das geht so. Das geht so. So, hier ist zu. Ja, es ist nur Licht. Licht bringt dich nicht um. Weißt du, was die Leute immer Angst vor Licht haben? Ob das Licht sie umbringen könnte. Ist halt Schwachsinn. Tut's nicht. Nein. Oh, wo bin ich denn jetzt? So, ich möchte hier ein Türmchen bauen. So will ich das haben. So. Das ist egal, der gibt eh bald auf. Ja. So, dann machen wir jetzt mal Düsterwaldbogenscherzen. K ist halt auch so ein blöder Hotkey, der gar nichts bringt. K. Da muss man ewig umgreifen. Wer denkt sich sowas aus? Wer denkt wirklich bei einem Strategiespiel, boah, also außer jetzt für Linkshänder vielleicht, obwohl ich auch einige Linkshänder kenne, oder einen zumindest, glaube ich, der die Maus mit der rechten Hand benutzt. Was ziemlich interessant ist. Naja, whatever. Das ist böse. Hier, der da, der ist sehr böse. Macht aber auch nichts, weil das vollkommen egal ist. Unsere
Unsere Stadt wird größer. Wir kommen aus Düsterwald. So. Ein Leuchtfeuer. Jetzt schauen wir mal hier hin. Hui, der hat ja. Der hat eine Festung. Oh. So, erstmal das alles zerstören. Und die Adler. Die hauen das kaputt. Schauen wir mal. Das, das, das. Und hier bilden wir halt wieder aus, ne? Und fertig. Gut, die Adler machen nicht so viel. So. Ah, das Ding müssen wir noch zerstören. Das ist schon wichtig. Ja, die Pfeile da drauf zu ballern bringt halt auch nicht viel. So. Die hat nicht mehr viel, ne? So. Und dann das hier vernichten. Ein Baumeister hält so einen fetten Stein aus. Ja, nö, ist klar. Das trifft ja gar nicht. Na komm jetzt. Ja, das war ein guter Schuss. Wurf. Whatever. Na also. Na geht das. Durchgebrochen, na das glaube ich. Das. Das halte ich für ein echtes Gerücht. So, vielleicht bauen wir da drüben noch zwei Türme. Eigentlich wollte ich ausbilden, aber jetzt bin ich doch eher der Türmchenbauer. Naja, egal. Schade, dass man die Türme nicht wieder aufbauen kann. Das ist echt schade. So, wo auch immer er jetzt noch was hat. Ach, hier ist noch eine Grube. Gebäuderuine. Ja, das müssen wir mal weghauen. So, das reparieren wir mal. Na also, jetzt gibt er auf. Glückwunsch. Jetzt. Aber ist das okay? Ich habe ein bisschen was ausbilden können. Das ist schon in Ordnung. Vielleicht kommen noch zwei Truppen raus. Ja, perfekt. Passt. Passt, passt, passt. Bin zufrieden. Ist in Ordnung. Kann man lassen. Kann man definitiv so stehen lassen. Habe ich eigentlich umgeswitcht oder habe ich schon wieder... Nicht, dass ich jetzt versehentlich im Blackscreen aufgenommen habe. Das wäre echt doof. Ich habe zwar geguckt, aber nee, es passt. Okay. Und gut, das ist nämlich wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist wichtig. So. Was gibt's denn noch? Angmar. Achso, ja. Ah, das sollte gehen. Der hat zwar irgendwie 9 oder 8... Dingsbumsis hier, aber das muss trotzdem machbar sein. Außer, na nee, selbst wenn er alles in Axtschleuderer oder Dings macht. Die sind zwar mächtig zum Spammen, aber sie sind nicht sehr stark. Oder widerstandsfähig. Ja, mal gucken. Wo er überhaupt spawnt, das ist die ganz große Frage. Das weiß ich nicht. Das muss man erstmal herausfinden. Wo spawnt der Gegner? Wo spawnt. Lasst alle Vorsicht walten. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Sie könnten in der Nähe sein. Der Feind rückt vor. Na perfekt. Da unten. Wir müssen Mittelerde beschützen. Treibt sie zum Schlacht hat begonnen. Treibt sie zum Leuchtgebäude. Ja, rennt alle in die Speerträger rein. Ihr seid so lustig, oh Gott. Ja, gewonnen. Ich würde nur sagen, das war's dann. Sollte der nicht leveln?
Das war halt genau das, was ich meinte. Wenn der Gegner so blöd spielt und also kein Spieler im Ringkrieg hätte, wenn er gesehen hätte, dass da 6 oder 4 Bataillonen Speerträger sind, alle seine Zuchtmeister zu Wolfsreitern gemacht. Das ist halt total random und schlecht, pur schlecht, dämlich schlecht, zum Kotzen schlecht. Was macht der denn? Ja, aber ist halt KI, ne? Die ist nicht klug. Kann man nicht erwarten. Na, da ist der nächste Baumeister. RIP. Ich glaube, damit habe ich gewonnen. Wir haben einen unserer Feinde vernichtet. GG, tschüss, auf Wiedersehen. Das war's. Das ist doch nice! Der Preis ist heiß. GG. Ich dachte, es wird viel schwieriger, deswegen wollte ich das zum Schluss. Da schaut sich das an. Aber okay. 0,11 gegen 8,27, ja. Glückwunsch. So, ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen was eingenommen. Ja. Als nächstes geht's dahin. 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 Die da können hierhin. Obwohl ich die auch eher splitten möchte. Ich glaube, die Hälfte der Armee lasse ich da, die andere Hälfte geht angreifen. Hallo. Ja. So, oh, nee, das ist wichtiger. Falls er angreift, dann kann ich die danach wieder zusammenfügen. Ich werde jetzt richtig strategisch, hier passt's mal auf. So, hier kann er nicht angreifen, das ist mein Vorteil. Außer durch das. Das sollte der Held aber reichen. Obwohl... splitten wir hier noch ein bisschen. Immer schön splitten. Wie beim Blackjack. Nicht, dass ich da Ahnung von hätte. Ich habe kein Geld, um ein Glücksspiel mitzumachen. Ne? Das ist die Geschichte. Aha, ich weiß nicht. Soll ich das versuchen oder nicht? Khan Doom wäre saugeil, wenn ich hätte... Ja... Das andere Problem ist, wenn ich jetzt Khan Doom einnehme... Nee, weil dann haut er hier ab und dann kann er an 3 Stellen zeitgleich angreifen. Das ist taktisch unklug. Ich renne, ich lasse die alle, die lasse ich hier, nehme die Armee mit und hau da rein. Das müsste, was ist das? Mühle? Nee, wie heißt denn das Land? Halle des Königs? Nein, wie heißt das Land? Vorratweiß. So, und diesen Safe gegen 5 Angmar Zuchtmeister schaffen die easy. Vor allem, wenn es wieder Angmar gleiche Position, rupp, blub ist. So. Der kann hier hin, da habe ich aber Truppen stehen. Der kann hier hin, da habe ich auch genug, mehr als genug Truppen stehen. Halleluja. So, die werden ausgerüstet. Passt. Jetzt oder nächste Runde rüberziehen? Nächste Runde. Ist sicherer. Ich habe es nicht eilig mit dem Ausrüsten. Also das, warte. Passt. Passt. Ja, da wird er nie wieder ein. Pass mal auf hier. Kann ich rotieren? Muss ich rotieren? Das ist die große Frage. Ich könnte die da hinstellen. Könnte die da hinstellen. Ja, genau. Rotieren wir ein bisschen. Also so ein bisschen Intelligenz muss man da am Ringkrieg gegen 5 KI schon hinlegen. Das macht es viel leichter. Auf der langen Sicht. So, dann habe ich jetzt hier meine Truppen rotieren lassen. Das passt. Hier unten bin ich... Habe ich... Wieso? Ah ja, nee, hier habe ich so gesplittet, weil ich nicht nachziehen konnte, weil ich hier vergessen habe. Das ist halt ein Fehler. Sollte nicht passieren. Und dann passt es. So, halt, ihr bleibt im Belfalas. Das ist da unten. Das ist in Ordnung. Deswegen habe ich ja auch das... Okay. Ha, Dol Guldur wird diesmal kniffliger. Das wird kniffliger. Ach, du große Güte. Das sollte machbar sein. Das wird schwierig. Das ist die gleiche Blödschlacht wie gerade eben. Und der Rest passt. Aber da mache ich jetzt hier einen kleinen Cut. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge,
lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.